Ja, herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt. Es ist Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Rams Girata, wie man dort unschwer ablesen kann. Und ja, endlich geht's los. Es hat eine Weile gedauert, bis es endlich losging, aber ja, jetzt ist es soweit und wir wollen uns gar nicht lange aufhalten und fortsetzen. Ich war so frei, schon mal ein kleines Profil anzulegen. Rams Girata laden. Perfekt. Wir wollen ein neues Spiel machen und es geht los mit einem Anfang. Oh, ja. Bin ich mit zufrieden. Und willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Ja, wir sind wohl auf Kamino, in einer Klonanlage. Und Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Ja, und jetzt. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. Okay. Ja. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Na, das ist doch mal erfreulich. Und links sind Klonkommandos und rechts sind normale Klontrooper. So, für die Leute, die den Unterschied jetzt nicht so kennen. Und, oh. Uiuiui, schöne Rüstung. Sie sind ein Kommando. Ja. Eine Eliteeinheit. Etwas ganz Besonderes. Schöner Helm. Ihre Waffen. Ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Na endlich. Delta 4-0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 0-7. Der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Oh ja, sehen ja richtig gut aus und es geht los. Ui. Weißer Bildschirm, auch gut. Oh, was ist Sergeant, da oben? Schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff, okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's, die Geschütze nach Achtern! Munition laden, los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Okay, ja, dann ciao, ne? Tschüss, Seth. Fixer. Die Klonkriege, es wird geladen, perfekt. Es herrscht Krieg in der Galaxis. Punkt, Punkt, Punkt. Ui. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Droidentruppen. Ja, war jetzt nicht so viel Neues dabei, aber mal sehen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elitekommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Auf seine Stunde 0, Klonkriege, Geonosis. Gut, dann wissen wir schon mal, wo wir sind und ja, jetzt geht's los. Perfekt. Oh, dunkel, okay. Ja. Hi. So, hell. Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Das ist ja sehr... Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sun Peck und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Okay, das war der Berater, unser Berater. Er wird im ersten Verlauf der Mission noch sehr, sehr, sehr viel reden. Was für mich ein klein bisschen nervig wird. Euch wird das nicht weiter stören, aber... Naja, ich werde einfach versuchen, das Beste draus zu machen und wir starten. Wir sind über dem Zielgebiet,
Seilen Sie sich ab! Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Suche Deckungsmöglichkeiten. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sun Fek. Delta Leader, Sun Fek darf auf keinen Fall entkommen. Okay. Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen, Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagdad, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Okay, irgendwas hat mich getroffen. Ich weiß jetzt nicht was. Sowas vielleicht wäre möglich. Und ja, Krankenstation befindet sich dort. Und wir heilen uns. Man sieht, die Gesundheit ist kreisförmig angeordnet. Leader, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Sie sind im Schützengraben. Rückzug zum Gamma-Sektor. Ja, wenn du mir sagst, wo der Gamma-Sektor ist. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Ja, das macht Sinn und die Droiden sind matsch, würde ich sagen. Sichern Sie das Gebiet vor dem abgestürzten Kampfschiff. Nichts leichter als das. Wir pusten schnell noch die Droiden da oben weg. Hallo. Hallo. Und tschüss. Okay, perfekt. Wir laufen mal weiter geradeaus. Das sollte man auch nicht verachten, sowas. Und ja, ich denke mal, das ist das Gebiet von einem abgestürzten Kampfschiff. Es sind nicht so viele, glaub mir. Wir gehen da einfach rein und Parts kaputt. Und hallo. Kaputt und kaputt. Gute Arbeit, Dreier. Einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Okay, vorrücken. Ja, man sieht schon diesen Kreis. Noch 35 Meter ungefähr. Hey, Teil 5, schau mal. Kommandos. Wenn die wirklich so gut sind, wie es heißt, gewinnen sie den Krieg quasi im Alleingang. Oh, na dann. Genial, kommt Leute. So, hi. Sir, Sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs. Ja, das ist kein Problem für mich, wir sind ein Kommando. Ja, da stehen schon ein paar. Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinien. Ah, das ist gut. So, oh. Der Feind hat unsere Linien durchbrochen. Kaputt und kaputt, kaputt, kaputt. Okay. Ja, wir haben Schmierer auf dem Visor. Schnell weg damit und... Dieser Graben führt zum hinteren Bereich der feindlichen Linien. Nicht so schlimm. Oh, noch einer. Ja, ich werde mal die Kiste da hinten weghauen, weil dann explodiert der Droide... Oh, ungut. Ja, dann explodiert der Droide mit. Hallo und... Ja, dort finden wir auch direkt wieder Munition. Das ist sehr gut. Erstmal nachladen vielleicht. Oh oh, die sind nicht so lieb wie Droiden. Ich meine, Droiden lassen sich ja noch relativ leicht kaputt machen, aber das da oben, das ist schon ein anderes Kaliber. Sie nähern sich einer Geschützstellung, die Ihnen Ärger machen könnte. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Okay, und da sollte man meinen, in so einem riesigen ATTE ist man sicher. Naja. Droide kaputt und ja, noch einer. Den machen wir im Nahkampf kaputt. Granaten zum Inventar hinzugefügt. Perfekt. Heilung brauchen wir nicht, wir sind bei voller Gesundheit. Nicht leichter als das, aber erstmal machen wir hier noch die Droiden kaputt. So, perfekt. Und blub und schnell weg. Sehr beeindruckend, Dreier. Dankeschön. So, oh mein Gott, bist du platt. Naja, wir machen es mal ein bisschen klein und es wird auch dunkel, deswegen mal kurz die Nachtsicht an. Jetzt wieder hell. Ja, nehmt das. Perfekt, wir haben Scorch kennen. Sie sind direkt hinter den Sonar. Oh, kannst du mal aufhören zu reden, Berater? Hi Scorch. 6, 2, 1, 3. Braver Junge. So, dann machen wir mal. Ich denke mich in Ihr HUD. Unsere Soldaten haben keine Chance gegen die Sonargeschütze. Anführer, ich habe die Position für den Sprengplatz auf Ihren Visor geladen. Okay, das ist doch höchst erfreulich. Scorch, zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Okay, mit F, wie sehen wir so ein Ziel an? Und dann drücken wir F. Ich erwarte eine zündende Lösung. Und Scorch. Unterwegs Team Krieger, die sich unter einen großen oder einen kleinen Krater. Großer Krater. Bringen Sie uns einfach rein, ohne das ganze Team in die Luft. Je größer, desto besser. Und Krieger nähern sich. Jetzt ist Krieger Matsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Matsch auf meinem Visor. So, ja, dann. Mit F3 dirigieren wir dich mal da hinten hin, dass du nicht mit in die Luft fliegst. Und vielleicht können wir das Ding mit in die Luft jagen. Ah, hat nicht geklappt. Wo bist du? Okay, wir haben das erste Mal Feind von einem Schaden, nein, Schaden von einem Feind einstecken müssen. Aber dazu gibt es ja einen Bagdad-Ständer hier rum. Spender, nicht Ständer.
Bacta-Spender da rumstehen. Von daher ist es auch kein Problem. So, und... Oh, oh. Ja, Scorch, komm mit. Angriffsformation einnehmen. Roger. Und, ja... Berater, die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Okay, Kampfschiff Haken, dann behaken das Ding mal. Ah, Wortspiel. Und... Perfekt. Das Ding wird aber immer noch als feindlich angezeigt, aber naja, Kampfschiff Haken macht es schon. Danke. Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Okay, nichts leichter als das und ja, hoffentlich bist du jetzt mal ein bisschen ruhiger. Los, Scotch, wir gehen. Perfekt, da hinten ist ein Aufzug. Los. Genau, los. Und rein da. Ab ins nächste Level. Hinein ins Nest. Genial. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. Okay, ja, Delta 4.0 zu finden, erstmal ein bisschen Munition auftanken. Und, kleiner Leck, egal. Ja, Scotch, du bleibst mal schön da. Schön, dass du mir so schön gehorchst. Schön, schön, alles schön. Ja, genügend Munition haben wir jetzt. Und diese Dinger, die machen ganz böse Bumm. Denn die explodieren nicht nur, sondern sie spritzen auch mit brennenden Flüssigkeiten um sich. Das heißt, ja, vor den Dingern müssen wir uns in Acht nehmen. Deswegen mache ich die jetzt mal aus gesicherter Entfernung gleich kaputt, sodass sie nicht mehr gegen uns verwendet werden können. Ja, das lasse ich jetzt lieber, sonst muss Scorch mit dran glauben. Ja, Munition wieder auftanken und... kaputt. So. Ja, weiter geht's. Ja, er flieht direkt vor uns. Scorch, kommst du? Angriffsformation einnehmen. Aber da lang bitte. Perfekt. Ja, hinter der nächsten Tür, was... Oh, oh. Delta 4.0 ist auf der anderen Seite der Tür. Sprengen Sie die Tür. Ich sage ihm, er soll sich in Sicherheit bringen. Okay, ja, dann wollen wir die Tür doch mal sprengen. Das... Ich hätte hier gerne einen... Lass ich auch Scorch wieder machen. Schließlich ist er der Sprengstoffexperte. Und... Das braucht seine Zeit. Ja, nimm dir Zeit. Ich hab Geduld. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wir haben auch noch massig Zeit zum Aufnehmen. Der Sprengsatz ist also perfekt. Scharf. Sie sind dran, Bord. Okay, ja, dann gehen wir wieder ein bisschen... Position halten. Ein bisschen aus dem Weg. Sicher. Wir wollen dich ja schließlich nicht mit in die Luft sprengen. Deckung, Deltas. Haben Sie genug genommen? Naja. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Ich klinke mich in Ihr HOD ein, Sir. Du bist cool. Also, der hat nicht... Delta Leader, 4.0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Ja, da unten, man sieht's, 4.0 ist leicht angeschlagen, was jetzt nicht so schlimm ist. Kleiner Leck, deswegen gehe ich jetzt auch nicht zurück und hol den Bacta-Spender oder sowas. Nee, gelb ist noch in Ordnung, grün ist natürlich perfekt, aber gelb ist auch noch im grünen Bereich. Nein, ist natürlich nicht im grünen Bereich. Ja, dann nutze ich diese Gelegenheit, jetzt das Interface ein bisschen zu erklären. Also wir sehen links den DC, den DC-17, um genau zu sein, unsere Primärwaffe mit 300 Schuss Munition. Ich glaube 50 sind jeweils im Magazin. Darunter im HUD sieht man, wir haben 5 Granaten. Mit Q wechseln wir die Granaten durch. Geht aber gerade nicht, weil wir haben nur einen Typ. Ja, dann links im selben Bereich sehen wir 4.0 und 6.2. Namentlich 4.0 heißt Fixer und 6.2 heißt Scorch, wie man auch dort oben schön erkennen kann. Gibt es einen Grund, warum wir... Ja, ich erkläre gerade das Interface und das braucht seine Zeit. Ja, 4.0 ist gelb, man sieht es, ihm geht's nicht so gut. Und 6.2, er ist grün, ihm geht's perfekt. Ja, uns selbst geht's auch gut. Das sieht man an den grünen Balken da unten, wo der untere Teil des Visors abzweigt, sind die grünen Balken. Das heißt, uns geht's genial. Und daneben sind noch so eine weißen Balken, die zeigen die Schilde unserer Rüstung an. Und wenn die unten sind, dann haben wir nicht mehr so viel zu lachen. Ja, aber das war's auch für die erste Folge Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Ramsky Rata. Ich hoffe, dass vom Balancing Sound alles stimmt. Wenn nicht, dann schreibt's unter dieses Video in die Kommentare. Ich werde es dann ändern. Ja, aber bisher war ich eigentlich ganz zufrieden. Und ja, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.